Die Dienst startiert. Didn't start no, yet? No, now well. Oh, okay, okay. Man, this is wonderful. I'm not a musician, but I understand a little bit about music. I wanna stay in my pink pillow. I keep on walking. I wanna lay on my pillow. Keep on walking. It's been so dark and gray. Keep on walking. Música de Cabo Verde? Keep on walking. Sim? I enjoy. This is so, so nice. I keep on walking. Abfahrt 16 Uhr, jetzt haben wir 6:30. Die einen sagen in 6 Stunden, die anderen sagen in 1 Stunde geht's los. Der eine sagt, ein LKW muss noch geladen werden, der nächste sagt, irgendjemand wurde nicht bezahlt. Normal. Ja, was liegt mir an dieser Produktion am Herzen? Mir liegt unglaublich viel hier am Herzen. So, natürlich angefangen von meiner Geschichte, meinem Bezug, den ich zu den Kapverden habe. Und dann ist natürlich einfach Thibau und seine Komposition. Ich liebe seine Songs. So ist es einfach. Und dass wir natürlich jetzt zusammen ein Album machen, ist auf jeden Fall ein Traum, den ich schon ganz lange habe. Und jetzt haben wir es wirklich geschafft, hierher zu kommen. Da wollen wir hoffen, dass das gut geht. Thank you.
Die Musik, die wir aufnehmen wollen, die ist von dieser Insel, die ist von Mayo. Und der Kontrast einfach zu der Sache, die wir danach zeigen wollen, also was aus dieser Musik passiert, es gäbe keinen besseren Kontrast als Mayo. Mayo ist ein sehr, sehr eine sehr kleine Insel, eine sehr einfache Insel für die Kaverden. Es ist nach wie vor hier unglaublich wenig Tourismus, was nicht auf allen Inseln so ist. Jetzt, wenn man sich dagegen Sal anschaut oder Boa Vista, wo alles voll ist, schon mit Hotels. Von daher ist natürlich Mayo auch noch, was das alte Cap Verde angeht, findet man hier noch. Wollen wir da groß Sachen ausbreiten, würde ich dieses. Die Tische sind so ganz schmierig. Die Chemie, die Farbe wahrscheinlich. Die mal abwischen, die Dinger jetzt. Tatsächlich ein Experiment, in diese traditionelle Musik Pukulis und Rebecca reinzustecken, sag ich mal. Oder dieses Elektronische, was uns ja auch ein Stück weit irgendwie begleitet. In welchem Maße man das machen kann, ohne dass jetzt sein Stil kaputt geht. Und das ist ein Experiment. Tradicional com aquele eletrónica, muito bonito. E pessoas não tenho certeza, mas também gostei daquele trabalho lá para o Moura e com os adretos. Para o Moura, a nossa música que até nega nenhuma influência. Portanto, é um trabalho que devia ser feito muitos anos atrás. Que só agora se realiza. São realmente immer fertig Songs mit Strophe, Refrain und irgendwelchen Zwischenteilen noch, wo ich mich dann wirklich gefragt habe, wie wir das auf eine aufgeräumte, in unserem Verhältnis aufgeräumte oder sagen wir mal auf Pukulis und Rebecca-Ebene aufgeräumte Art umsetzen können. Von daher war ich da ein bisschen so, dachte mir, uiuiuiuiui, und jetzt singt irgendwie noch Rebecca auf Kreol und Janusz packt die Bass dann runter und es war einfach für mich erstmal so ein bisschen chaotisch. Erster Schritt, sage ich mal, dass er mir die Texte noch mal vorliest, wir die zusammen übersetzen, ich dann auch noch mal nachfragen muss und wie spreche ich das jetzt aus. Und wir haben da so eine Methode entwickelt, dass ich praktisch so wie so eine Art Lautschrift mir aufschreibe, wie die Wörter ausgesprochen werden und dann aber auch noch mal, wie sie wirklich geschrieben werden. Und ja, dadurch komme ich ganz gut rein in die Sprache und in die Klangform dieser Sprache. Ja, die Idee hinter dem Album ist ja ein bisschen, dass wir dass wir Lieder von Tibau auf unsere Art und Weise umsetzen wollen. Das heißt, wir gehen ganz klar auf seine Kompositionen ein. Und die Entscheidung, welches Lied wir nehmen und welches nicht, war einfach eine Gefühlssache.
Natürlich mit dem Gedanken im Hinterkopf schaffen wir das auch zusammen mit Populis und Rebecca umzusetzen. It's good. What do you think? You like? Yeah. No, huh? Without chords, I don't feel this feeling. You understand? But it's okay, no? Yeah. Yeah. You mean without chords? Yeah, with chords, it will be more feeling. Yeah. But it's okay. Yeah. Palacio. 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 Que lo tu deja, well. Palacio. 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 Que lo tu deja, well. Palacio. 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 Que lo tu deja, well. Tam calaca tamme baixo vazio. Ciao, tabai taranta, ero stupa sombre. Bella pe, la pena ciao, contenta te cuccio. Casar cucciuva, si mettera cura monda, figgiu d'estimação. Contenta te cuccio, casar cucciuva, si mettera cura monda, figgiu d'estimação. Parece ciao, parece tu. Also es ist jetzt natürlich eine neue Situation, dass wir ein Album produzieren, auf dem zwei Stimmen zu hören sind. Also normalerweise bin ich diejenige, die bei uns für den Gesang zuständig ist. Und auf einmal ist da noch jemand. Das ist auf jeden Fall eine neue Situation. Und es stellt sich auch die Frage, wie funktioniert das? Also wie funktionieren die beiden Stimmen zusammen? Ich kannte Tibau bislang noch gar nicht und natürlich muss ich erstmal auch ihn menschlich mit ihm auftauen, bevor man auch musikalisch richtig zwangfrei einfach rumjammt und drüber redet und auch mal sagt, hier wollen wir da nicht mal irgendwo den Akkord da stehen lassen oder den Teil länger machen. So then it's like everybody's room. For 20 minutes. Beautiful. That's German humor. Momento da fala de um senhor da tenta comprar da fala para um jovem para mor tempo de ser é melhor que gosi. Portanto ele tá falando letra tá bom quem ouvi então é claro. Momento ist eigentlich eine Nummer, die wir schon vor einem halben Jahr irgendwie mal aufgenommen hatten. Aber hier im Zusammenspiel beim Recorden ist auf einmal hat es so eine Richtung angenommen, die davor definitiv für niemanden ersichtlich war.
der Sepp und ich, wir haben zusammen im Studio gesessen und er hat auf einmal auf der SH so einen düster, perkussiven Bass dazu gespielt. Und es war unglaublich, wie das zusammen funktioniert hat, obwohl das, da wirklich zwei Welten aufeinander geprallt sind, die unglaublich sind. Ja. Hatten aber wirklich ein bisschen Angst, was passiert, wenn jetzt Thibaut und Rebecca reinkommen. Wie reagieren die da drauf? Ja? Was machen wir auf einmal aus seiner Musik so? Und sie kamen rein und ja, schon beide ein bisschen kritisch geguckt. Rebecca hat sich gedacht, Mensch, das ist ja ganz schön düster, die Nummer. Und Thibaut hat auch erstmal so ein bisschen abgewartet und auf einmal hat es bei ihm auch. Also er hat mich so angeschaut und hat gemeint, großartig. Johnny Castellón subiu nas libe flama nasce tem dinheiro que tinha maturo taraba na terra maturo taraba na terra e dona da flama passou para os pés de pé para cabeça minhas a forte foi comer bem natural comer bem natural Johnny Castellón subiu nas libe flama nasce tem dinheiro que tinha maturo taraba na terra maturo taraba na terra e dona da flama passou para os pés de pé para cabeça minhas a forte comer bem natural Nossa música está a receber tudo influência. Então, na anos 60, nossa música tinha toda a influência de cumbia, que é música latino-americana. Depois, bem para a influência de cadance, que é música de Caraíbas, né? Então, portanto, que é nenhum mal também não fazer fusão com aquele eletrônico alemão. Also ich habe Mario vor 12 Jahren kennengelernt.
Wir saßen wirklich vor 12 Jahren schon zusammen und haben uns seine Lieder angehört mit der Gitarre und waren damals schon begeistert. Und wenn ich da jetzt Fotos angucke, wir sehen so klein aus. Das ist echt der Hammer, wenn ich mir jetzt denke, wow, das ist jetzt 12 Jahre später und jetzt sitzen wir hier, sind alle ein bisschen älter und erwachsener geworden und machen das jetzt. Ich hatte ein kleines Mikrofon auch immer dabei, so ein Stereo-Mikrofon auf Minidisc und habe damals schon sehr, sehr viele Lieder von ihm aufgenommen. Zu der Zeit war ich natürlich noch musikalisch ein absolut ein Stümper, also da hätte ich noch gar nicht mit ihm wirklich arbeiten können. Und ich bin auch froh, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis wir dazu gekommen sind. Tentativa da falar de uma história de que as filhos de Cabo Verdeano que estão na cena Europa muitas vezes até tem fusão de raça, né? Então, portanto, às vezes pai crioulo, mãe estrangeira, às vezes mãe estrangeira, pai crioulo. Então, portanto, está falando de um crioula que nasceu lá na estrangeira, mas que tem nada de cor, cabelo, que tem nada a ver com... Estou já lá, mas eu, como cabo-verdiano, sempre tem qualquer coisa lá que estou aí, mas cabo-verdiano. Perguntar-lhe se ele é cabo-verdiano, está falando sim, então, portanto, ele escreve aquela música assim. Cabelinho ondulado, boqueirinha branquinha, tá a falar à vontade, língua estrangeira. A bolinesta era estranha, cavardeando e pouco, catatá, para desconfiar. Cabelinho ondulado, boqueirinha branquinha, tá a falar à vontade, língua estrangeira. A bolinesta era estranha, Cavardian li epoque, catata, pa desconfiar. A de repente um mocha, na boa maneira que tinha, a ver que gente. O identidade preocupam, tenta o aproximar, logo falou. Boa cavardiana, boa tinha terra. Um reconhecer. Boa cavardiana, boa minha terra. Caboche-se, boa minha Patrícia. Boa cavardiana, boa minha terra. Caboche-se, boa minha Patrícia. Agora também vou um cavardiano também. Tem uns anos criado ali também. Tem muita coisa também, é muito importante. Sim, claro. Tem a ver com o bom bocado. Ich habe vom Alter von 1 Jahr bis 4 Jahren habe ich hier gelebt, in Vila do Maio, also dem Hauptort sozusagen. Meine Eltern haben hier Entwicklungshilfe gemacht, so kam das zustande. Ich habe damals nicht mal Deutsch gesprochen, Kreole war meine Sprache, weil ich den ganzen Tag mit den Kindern auf der Straße unterwegs war, so wie hier alle Kinder auf der Straße unterwegs sind. Mit 18 bin ich dann das erste Mal wieder hier zurückgekommen und daraufhin bin ich die nächsten Jahre jeden Sommer hierher gekommen und habe so zwischen 5 und 7 Wochen hier im Sommer verbracht. Das musikalisch mal irgendwie zu verarbeiten, ja, ist ein Traum schon ganz, ganz lange. Und jetzt haben wir es wirklich geschafft, hierher zu kommen und sind dabei, es zusammen umzusetzen. Und das ist großartig und macht mich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Samba, Samba mit mir! In der Musik hat sich auch unglaublich viel verändert. In den Bars spielt niemand mehr Gitarre und singt und die Leute sitzen lethargisch da und lauschen der Musik. So ein Bild findet man fast gar nicht mehr. Ich meine, es gibt natürlich immer noch einzelne Orte, so wie beispielsweise Caglietta, hier eher nordwestlich gelegener Ort auf Mayo. Dort gibt es immer noch eine Bar zum Beispiel, wo
wo Klavier gespielt wird, wo gesungen wird, wo die Leute zusammen die alte kaverdianische Musik zelebrieren und wo auch einfach der Umgang auf der Straße noch ein ganz anderer ist. Also der Janusz hat mir im Vorfeld schon immer erzählt, dass das Klavier in der Pianobar vom Tor kein Pedal hat. Dann waren wir da, der Deckel vorne war ab und man konnte reinsehen. Da war halt zu sehen, dass halt Dämpfer an den Seiten sind und wenn dann Dämpfer drin ist, gibt es meistens auch ein Pedal. Und unten hat man halt gesehen, dass auch mal so kleine Stummel rausguckten, die, wie dann später der Tor meinte, beim Transport auf dem Boot alle drei Knack gemacht haben. Dann habe ich den Deckel unten mal abgenommen, mir einen Schraubenzieher geben lassen und habe dann irgendwie aus den anderen Stummeln eine Verlängerung für das Haltepedal gebastelt und ab dem Tag hatte das Klavier ein Pedal. Kriegen trotzdem kein Bier umsonst beim Tor, aber hat sich auf jeden Fall gefreut. A música de Cabo Verde foi aquela extensão, aquele elemento que fazia, de facto, desenvolver, ampliar em pequenez. Pequenez de uma ilha, porque quem começa a cantar e toca com 9 anos de idade, Tibau com 7 anos, então começa junto. E naquela altura, era uma forma, de facto, de ampliar todo esse pequenez que nós é. E a música serviu, de facto, desta tábua de salvação. Die Musik mit einer durchgehenden Bassdrum ist die Musik, die die jungen Leute hier irgendwo abends in der Disco hören und das schreckt ihn unglaublich ab. So. Ich musste das auch, hab das auch erst irgendwann mitgekriegt über Künstler wie beispielsweise Herbert oder so, dass man die durchgehende Bassdrum sehr, sehr intelligent einsetzen kann und die Energie, die dahinter steckt. Energie ist ja immer was Tolles. So, und von daher ist natürlich eine durchgehende Bassdrum, die sie bringt einen in so ein gewisses Trance-Gefühl, was, glaube ich, fast jeden ansprechen kann. Und er sieht es auf einmal auch so. Er merkt auf einmal, ui, also das funktioniert zusammen. Und man kann ja auch diese Energie transportieren und dabei trotzdem tolle Musik machen.
jeder Musikschullehrer würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er sieht, wie er spielt, aber das ist völlig nebensächlich, wie er spielt. Was er spielt, ist wunderschön. Eu sou muito crítico do ponto de vista de vendo as coisas a passar na música cabo-verdiana. Sou muito crítico, por exemplo, as pessoas que estão a fazer música hoje e não há muita inovação. Há boas músicas, tudo bem, porque a nossa música já é muito bonita, mas não há inovação. Mas pegando o tibol, que já é um semi-tradicional, semi-contemporâneo, e trazer e colocar sobre essa forma de fazer música, eu acho que isso vai ajudar o tibol a encontrar o seu percurso, enquanto o seu papel dentro dele. Porque há necessidade disto também, de ser uma coisa diferente e competitiva relativamente aos outros, a nível dos compositores de músicos em Cabo Verde. O beat que está usando aí música eletrônica é quase semelhante à coladeira, né? É que está muda show. Só tem algumas coisas que adiciona mais, que é tanto longe de coladeira, porque coladeira com música eletrônica tem beats semelhantes. Ok, boa tarde! Boa tarde! Fico muito contente que eu vou ficar aqui hoje. Muito obrigado, primeiro. Enfraço um pouco de teodo, antes que está melhor se... Tibau. Traduz. Sim. Yeah. Sim, mas agora nós estamos a fazer uma gravação aqui e, para Pulmão. A mim gosta de show a ideia que muitas pessoas cantam esta música. Porque yeah, esta música é uma música de todo. You remember with child, yeah. Children. I made that. Yeah. They entry, but inside don't make it. You man and shocking, you man and did that. Oh, yeah, yeah. You man and did that, chicken and me. Oh, yeah, yeah. Or rapatia, you man and did that. Oh, yeah, yeah. You man and did that, chicken and me. Oh, yeah, 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 yeah. La chamca bella banda. Oh, le, 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 le. Oh, Jesus, oh, nome Jesus. Oh, le, le, le. Tenha fome na minha barriga. Oh, le, le, le. Música ali na Cabo Verde é muito importante porque nós é um povo que fica no meio de mar. Normalmente, nosso povo sempre estava a buscar vida lá fora porque ele tem show, pobreza insular, que tem chuva, que tem nada. Então, a música é a nossa única forma de desabafar. Yeah.
auf der einen Seite habe ich Lieder ausgesucht, die eine gewisse Dynamik haben, wo ich gefühlt habe, okay, das kann durchaus auch mit diesem leicht hauslastigen, kann das funktionieren. Und dann haben wir auch einfach Lieder ausgesucht, die sehr catchy sind. Ja? Also wo ich gedacht habe, das versteht man bei uns, auch wenn man die Sprache nicht versteht. Portanto, Spertio é tema dedicado para tempos de azágua, de maneira que o nosso povo está comporta nas águas. Chuva é festa, chuva é fartura, chuva é alegria. Para mim é fartura. Ora que gente se mia, ora que dá comida, tudo alguém se sabe. Besonders mag ist eigentlich so dieses Sodat, also dieser ein bisschen trauriger, melancholisch und so melancholisch. Ich finde, dass sie das schon sehr gut treffen, dieses Gefühl. Acho que nós é povo melancólico. Acho que nossa melodia e nossa letra é muito singular no mundo. E nossa música é uma música rei de rico próprio. Espera chuva quando escrever naquele ritmo com chuva. Ora que tá chega as águas, tá limpa e chô. Ora que tá chega as águas, tá roça e chô. Ora que tá chega as águas, tá tapa e parede, pra limar e a caetra. Pra limar e a A mim já prepara semente, já cunhanha inchada, pau que chupa bem. A mim já murisca minha casa, pau que chupa bem, pra capinga na colchão. A mim já limpa batibamba. Já limpa a cisterna, pam para gucho, pam bebi agudo. Pam bebi agudo. Só para mim significa grande coisa para todos nós. Tem mais leite, tem mais queijo, chuva é importante. Se cabe um ano, sofri com o filho. Quer nós, quer animais.
não sei, dia 15 de janeiro. Para mãe. No bem ter fila, quando estou aí, cadeta, tinha aquele caminhão de Martins. Não ia estar a vila. Depois, capitão Tomalem, não desapareceu. Não puxou um mês para não contentar. Então, nós conseguimos cozinhar na cerveja, com Coca-Cola. Aí, eu estou comendo, a mim que estou comendo. Um latinho assim, mas terá me canto golpe para que passamos espírito. Ela não fica, não fica, não fica, não fica, não fica, não fica. Até aquele dia, acompanha três passos conosco. Três dias acompanha conosco. Na quase para meio-dia, para tarde, as olhas um ponto de terra, um casa cor de aquela cortina lá. No final parti, vires praia, nunca mais vou voltar. Oh, me entendi na fraca, não mais. Bom, meu primeiro na fraca que tive na. Aquela data ainda tinha 19 anos. Foi na Zizinha. Que motor varia. Cruz de Cristo que vai apanhando lá, quase na sul de banho. Comprei mais um. Que no ar fundo, me tinha fixe da caminho de banho. É que tinha fixe perder. Mesmo apanhou um boinha. Mesmo apanhou um boinha. Tinha fim de depósito. Mas assim mesmo, bem fresco, né, tinha cera som também. Me encolhe. Tão importante dedica aquela música ali para aqueles pescadores que veio que nunca mais volta. Portanto, no Juvenal, ele está falando Juvenal, parti, líder praia, nunca mais ele volta. Tudo cá por diante está canta chuva, está canta mar, porque ele que é a nossa realidade. No final, parti, líder praia. Deixem-te uma moção dentro de mim, Zé. Oi, e um companheiro de nosso que não perde ali, junto de nós ali, nunca tem nada a fazer, conseguir, ele perder de ano, vida em si, vida, pescador, vida, sempre estou continuar. Ou na mar, ou na terra, sempre estou continuar. No final parti, vida praia, nunca mais vou voltar. Also letztendlich ist das Lied Juvenal ja auch die Verarbeitung einer tragischen Geschichte, die hier leider öfter mal passiert. Ich finde es aber auch beeindruckend, dass durch diese Verarbeitung dann so was Schönes entstehen kann. Und das war schon irgendwie ziemlich eindrücklich, so das vor den Leuten zu spielen. Also das hat schon was mit mir gemacht, dass ich das anders gesungen habe auch. Also mit mehr Respekt und ein bisschen Respekt und Empathie, also so dieses... Okay, ich singe dieses Lied jetzt und es ist eine wahre Begebenheit aus diesem Ort. Das ist schon natürlich was Besonderes. Juvenal parti, lides praia, nunca más el volta. Acabaste a sudar Juvenal parti Lides praia Nunca mais se volta Juvenal parti Lides praia Nunca mais se volta Juvenal parti Lides praia Nunca mais se volta Praia, nunca mais se volta. Come on.
Wollen wir es auf CD machen? Statt possibel noch um CD? Não tem um CD? CD ou mesmo tá pôr na pendrive, mais prático. USB? USB? Sim. Aham, USB. Sim, mais prático. Ok. Aham. Ausschüttungsbecher. Ja, ok. USB, eu preciso um microfone. Isso é tudo. Já, o microfone. Tem. Zé Carlos, o microfone... USB vai também botar? Tem. Ah, hoje, 7 horas de noite, grupo alemão Puklis and Rebecca com Tibau Tavares na praça Frente Bom Sossego. População de Vila do Maio, hoje, 7 horas de noite na praça. Atenção, Germain, hoje, 7 horas de noite, grupo alemão. Also, ich glaube, dass es für den Tibau prinzipiell schon mal total schön ist, dass ja jetzt mal was mit seinen Liedern passiert. Und es ist höchste Zeit sozusagen, weil es einfach so schöne Lieder sind. Und ich das total toll finde, dass jetzt einfach mehr Menschen davon profitieren können, dass er so schöne Musik Attention, schreibt. Germain, hoje, 7 Uhr di notte, Gruppe Alemann, Puklis and Rebecca, con Tibau Tavares, na praça, Frente Bom Sossego. A velha Chiquinha, a mulher do mal, está comigo. A velha Pícola, os bichos mais doces. For this song, do you have any intro? Yes. Step in, we'll see one song. I need to sing one song. One song in keyboards to make. Can you show the second voice? Oh, what song? Can you sing? Sing? The second, can I show? Yeah, the second voice. De Vila do Maio, hoje, 7 horas de noite, na praça Frente Bom Sossego, Puklis and Rebecca, grupo alemão com Tibau Tavares, um grande show, toda a gente aparecerá, 7 horas depois, 10 horas no Mourinho. Velha Chiquinha é uma música muito imaginária, e, portanto, é uma música que está falando de um velho que está vivendo na meio de selva, né, na mato, que está a entender animal. A conseguir falar com o animal normal e ele te proteger-se de caçador, às vezes que também aquele animal. Portanto, só que na final te apareceu um caçador velho, experiente. Bah, matou um leão e velha que te deixar de matar, então um caçador te apanha velha também, te matou, então te canta velha, Chiquinha, mulher do mato. Lá no meio da mata negra havia uma velha muito boa. Poderosa, que dialogava com os animais e protegia-os dos caçadores. Lá no meio da mata negra havia uma velha muito poderosa que dialogava com os a velha Chiquinha, yeah, a mulher do mato, a velha que devorava os bichos matosos. A velha Chiquinha, a mulher do mato, a velha que devorava os bichos matosos. Uma noite
Oh, ok. Nós também cantamos uma música amigo Rebeca. Mas aquela música ali, tudo alguém com ele, e está pedir para tudo alguém fazendo um coro. É simples. Acho que tudo alguém com ele. Ora aqui o Fran. Nho manel Joaquim, nho manel Didiá. Olê! É simples ou não? Ok, então vai. Nho manel Joaquim, nho manel Didiá. O rapateado, nho manel Didiá. Nho manel Didiá, chega na mim. Porque ela chama a minha banda. Na minha garganta, não tenha fome na minha barriga. Ai, 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 ai. Oh, rapazinho, bate com a flauta. Oh, roncadeira, ronca do estou. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oi, saúde para o senhor rei. Senhora rei. Perfim capela num perete. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tempo verão, só brilha no céu.